Willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2, die vergessene Epoche. Tja, und im letzten Part haben wir uns den Ginny Gin besorgt. Oden. Wunderbärchen, das Problem ist, wir müssen immer noch einen Weg durch diese blöde Wüste finden. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen deplatziert, fehl am Platz, whatever ist. Also als würde ich irgendwie einen dicken, fetten Fehler machen. Ist ein paar Tage her, dass ich den letzten Part abgedreht habe. Habe ich irgendwo Gin-technisch nicht richtig geguckt? Einen Wasser-Gin aktiviert bei Cosma? Würde mich jetzt auch nicht wundern, ich guck gleich mal nach. Wahrscheinlich schon. Na, Gins? Ja, genau, Guss ist bei Cosma aktiv. So, jetzt passt es. Geistleser, bin ich blöd. Hammer Time. Da guckt man einmal nicht richtig. Wahrscheinlich muss ich danach ganz rechts. Erdbeben. Flammenwand. Wirbelwind. Wird ein paar Minütchen brauchen, dass ich wieder Orientierung habe. Leider Gottes. Aber die Gegner sind gute Erfahrungspunkte, Lieferanten, was uns dann später das Leben etwas leichter machen wird. Oder höchstwahrscheinlich leichter machen wird. Da hochklettern geht nicht. Ich bin verwirrt. De facto, ich muss nach oben. Gefühlter Fakt 2, den dürfen wir nicht platt machen. Ich möchte auch nicht irgendwie in eine Komplettlösung nachgucken. Wobei Golden Sand Zone schon wirklich sehr, sehr schön ist wegen Komplettlösungen. Und der hier könnte auch falsch sein. Shit happens. Let's do it. So, das haben wir schon festgestellt, dass wir hier hoch können. Ja, und da können wir jetzt nicht rüberhüpfen, klar. Hätte ich ganz rechts wahrscheinlich runterhauen müssen. Oder bin ich einfach nur wieder falsch gelaufen? Gleich heile ich hoch. Nach dem Fight hier. Böser Emo. Böser Emo. So, na, nicht speichern. Heilung. Ach, heile ich nochmal selber Felix. Bevor ich diese Map hier nochmal resette, gehe ich nochmal da hoch. Was tut man nicht alles, wenn man es nicht im Kopf hat? Eigentlich, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. In dem Fall, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Fingern haben. Ist halt ein Gameboy-Spiel.
Na gut, Advanced-Spiel. Nee. Da hoch geht nicht. Ja, und hier rechts ist auch offensichtlich ein Fehler, also. Oder ich bin hier komplett falsch. Und nur der Djinn ist das Relevante. Oder ich verwirre mich gerade selber. Egal, wir haben ja erst ein Viertel des Parts hinter uns. Ich glaube, da rechts habe ich mich auch noch gar nicht richtig umgeguckt. Sieht zumindest fast so aus. Och nö, nicht schon wieder Emus. Habt ihr Angst vor Gewitter? Ja, auf jeden Fall haben sie mehr Schaden dadurch gekriegt als über Erde. Klock. Na, bevor ich da hochgehe, gucke ich mich erstmal da rechts um. Okay. Okay, okay, okay. Das nächste Teil, was so aussieht, als müsste es irgendwo hingejagt werden. Hammer Time. Bist du ein Djinn? Nee. Aber hier waren wir noch nicht. Also ist das schon mal richtig. Oder halbwegs richtig. Ich guck mich nochmal um. Der muss also dann nach oben. Ah, okay, das war die Krux bei dem hier. Man muss den richtigen Durchlauf haben. So, der Durchlauf da war machen und der nächste nichts. Und hier sieht es wieder so aus, als müssten wir wegtechnisch arbeiten. Der muss da rein. Läufst du immer von links? Nein, er läuft nicht immer von links. Also wenn er von links gekommen ist, dann hauen wir einmal runter. Und das müsste es dann sein. Oder auch nicht. Okay. Das war ein Fehler. Wenn er von links kommt, knallt er hier gegen, geht runter. Zack, 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 zack. Ja, und damit haben wir den da auch so, wie wir ihn nicht haben wollen. Der kommt jetzt einmal von oben, mal von unten. Wenn er von oben kommt, ist es das nicht. Mal schauen. Jetzt ist er von oben gekommen. Ist auch nicht richtig. Verdammt! Ausprobieren. Mehr bleibt mir ja nicht übrig. Also von oben war nicht das Richtige. Das war richtig. Wunderbar.
Gibt es hier sonst noch was? Nö. Spaten. Ja, danke schön. Gute Nacht. Man kontert eine Falle mit einer Falle. Sehr schlau. Und dann arbeiten wir mal wieder mit Jimmy Jins. KP, Betäubung durch Blitzschlag. Ist wahrscheinlich auch nicht nötig, aber ich mache es trotzdem. Haha. Ferun? Ja, Sangan wäre möglich, aber nö. Komm, setz mal einen Rider ein. Und nochmal Odem für Jenna. Lehmschwanz. Er kann mit seinem Schwanz lehnen. Hört sich falsch an. Feuer, 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 Mars. Da fehlt uns leider einer für Atalanta. Das war der Marsriegel. Ramses. Ja, komm, nochmal Angriff. Und jetzt die Jins. Nebel. Verteidigung senken ist auch nice. Hat noch nicht gewirkt. Also das Verteidigung senken als solches hat nicht gewirkt. Aber wir kriegen diesen kleinen Skorpion schon down. Rex Scorpio. Mann, welcher Djinn ist denn jetzt Ferum? Why not? Ne Reide nochmal einsetzen. Warum nicht? Sollte sogar ein bisschen mehr Schaden machen, weil der Wasserkraft ja eh gesteigert worden ist bei Jenna. Okay, dadurch, dass er sich selber geschützt hat, haben wir nicht so viel Schaden gemacht. Wayne. Odem, oh Felix, der am meisten einkassieren müssen. Nicht numerisch, aber... Haha, Felix, nur 5 Schaden kassiert. Ist doch ein Witz. Ramses. Das sieht falsch aus. Zack. Zack, Atalanta. War's das jetzt? Dann könnten wir in diesem Part die Wüste abschließen. Jawohl. Dankeschön, Cosma. Felix ist nun Level 12 Junker. Jenna ist Level 12 Schwertkämpfer. Noch Schwertkämpfer. Und Eremit. Kauziger Berg-Eremit. Und wir erhalten Maulwurfsjuwel. Kriegt Jenna. Oh, nicht schlecht. Items. Jenna. Anlegen. Gibt eine neue Psynagrie. Und zwar dieses Schaufel. Was wir sofort einsetzen müssen. Auch schön. Na? Spuck uns hoch. Danke. Jetzt haben wir zwar diesen Spaten. Aber so wirklich uns ans Ziel hat das jetzt nicht gebracht. Na, vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen.
So, jetzt sind auf jeden Fall alle Flöcke oben, dass wir hüpfen können. Eventuell können wir ja durchhüpfen, bis aufs andere Ende. Und mir fällt so gerade eine Kleinigkeit ein. Nämlich die Djinns sind ja noch nicht wieder zurück in ihrem Ausgangszustand, wie sie sein sollten. Zumindest die Merko-Djinns nicht. Ja, welche Merko-Djinns? Ach so. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch? Hä? Ach so, ja, alles gut. Gab's hier was zum... Nö. Aber hier kann ich einmal alle hochladen. Hochheilen und dann die Synergy auffüllen, falls noch irgendwo ein Boss kommt. Deswegen lasse ich Synergy-Steine gerne ein bisschen liegen. Oh, blödes Emu. Geht, sterben. Ja gut, nicht unbedingt sterben, aber zumindest umkippen dürft ihr, um Erfahrung zu sammeln, wie XP. Tück. Let's go. Geht doch. Ich mag es, Erfahrungspunkte zu kriegen. So, nee. Hä? Also hier auf der Ebene war glaube ich nichts mehr. Wir haben auf jeden Fall den Schaufler jetzt. Ich fühle mich trotzdem ein bisschen getrollt. Wo soll ich denn jetzt hier schaufeln? Da ist Wasser. Also irgendwo müssen wir schaufeln. Die Frage ist jetzt nur wo. Ich nehme immer noch alle Erfahrungspunkte mit. Also die Wüste ist auf einer anderen Art böse. Bleibe ich ganz rechts jetzt? Ja, denke ich mal. Da müssen wir eh nicht hin, da ganz rechts. Und die nächsten Gegner, Wunderbärchen. So, da kann ich hämmern. Da können wir hüpfen. Das ist soweit gut. So, ganz rechts hatte ich ja gesagt, ist eh nicht. Ja, irgendwie ist hier trotzdem falsch. Ich hasse es. Wo habe ich den Fehler gemacht? Was habe ich übersehen? Soll ich vielleicht langsam mal anfangen mit Sachen wegschneiden? Rauscutten. Habe ich zwar wenig Bock zu, aber ich habe langsam das Gefühl, als wäre das nötig.
Grübel, grübel, denk, denk. Unten links. Da können wir schaufeln. Das sieht doch gut aus. Tatsache, sogar mit einer kleinen Leiter. Ja, dafür lohnt sich der kleine Überlängenpart jetzt. Hauptsache, wir schließen die Wüste ab. Na? Ha, hier gibt's Wasser. Das sieht sowas von richtig aus. Perfekt. Haha. Hey, seht doch, da oben. Wie sind diese Leute da hinaufgelangt? Vielleicht gibt es noch einen Pfad, den wir verpasst haben. Vielleicht können wir diese Wüste nun doch durchqueren. Wir können einen Weg nach Alhavra finden. Ja, mir egal wohin. Wir gehen, solange es dort kühl ist. Hey, ich habe etwas gefunden. Es gibt eine Passage. Wir hätten nur mal die Hände benutzen müssen zum Graben. Ja, die Stelle war eigentlich sowas von offensichtlich, dass man dafür extra eine Synergie braucht, ne? Ja gut, wir haben jetzt auf jeden Fall den Leuten gezeigt, es geht weiter. Wir wissen, es geht weiter. Wie viel Wüste jetzt noch vor uns liegt, ich hab's nicht auf dem Schirm. Ihr vielleicht, ich auf jeden Fall gerade nicht. Aber wir erfahren das im nächsten Part. Ich danke euch fürs mit mir durchhalten. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dann, ciao und tschüss.